Der lieber in der Info. Spül mal. Muss er nicht weg. Noch einen Spielstein gefunden. Tolle. Ist nur so eine Schautreppe. Was war das? Ratten? Das war eine Kolonie Ratten. Nein, das war ein Zoo. Das war ein Zoo. Ein Foto von einem, oder ein Bild von einem Haus. Also aus den Spalthäusern. Gehen wir halt wieder zum Spielbrett. Jetzt neu. Küche. Okay. Hallo Küche. Ist schwer. Ich glaube, das will. Ich glaube auch. So spielt man kein Schach, kein Dame. Nee, ich glaube auch nicht. Mein Gott. Da wollen schon die Böhnen durch die. Soll ich jetzt mal? Was macht meine Maus? Hallo Maus. Find's nicht. Voll hier. Kennt doch. Scheiß. Hört dich auf, dich zu drehen. Weiß nicht, was kannst da los ist. Kannst du dich bewegen? Ja, kann ich, aber ich dreh mich. Also ich dreh mich immer noch. Kann nicht gegen das Drehen tun. Östliche Völker, okay, gehen wir mal zu den östlichen. Östliche Völker ist. Weiß ich was geworden. Kann ich jetzt aufhören, mich zu drehen? Ja, ein Drehwurm.
Dinge. Irgendwo ist ein Klavier. Klavier. Wo da drin? Hier? Hä? Gibt's nicht. Irgendwo ist bestimmt wieder ein Spielstein. In meinem Atelier. Mein mittlerweile freilich mal. Kann ich nicht aufmachen. Mal den Brief drauf. Oh, jetzt kann ich ihn komplett lesen. Ach, das ist deiner. Ich habe dich gehasst. Aber nicht mehr. Ich glaube jetzt sogar, trotz all dem, könnte ich dich noch lieben. Weißt du, ich begriff endlich. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Verloren. Alleine. Ich habe eine Weile gebraucht. Aber ich habe schließlich begriffen, selbst mit uns bist du immer allein gewesen. Ich erkenne es nun als quintessentiellen Teil deines Wesens. Doch selbst für dich gibt es noch einen Ausweg. Einen Weg, um alles zurückzubringen. Das einzige Ding von Wert, das du jemals wirklich begehrt hast, beende es. Auch wenn es nur um dich selbst geht. Ich weiß nicht, ob es um das Bild geht. Ich werde jetzt auch das. Kann ich ja nichts anderes machen, oder? Ja. Da wird einem doch schon ein bisschen anders entgegen. Wird schon. Brainfuck. Yes, that's it. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. And it was all worth it. Perfection. Immortality. Das ist wohl nicht das einzige Bild, was wir gemalt haben. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht bewegen, also. Das ist eine Videosequenz. Ja, aber da lagen ja ganz viele von diesen früheren Versionen. Links und rechts. In einem Museum, in einer Art Galerie. Da hat es wahrscheinlich das Bild am Ende hingeschafft. Okay. Das war das Ende von dem Spiel. So, was ich jetzt gegen Ende. Erstens hatte ich keine Jumps. Dafür war das jetzt ganz am Ende. Aber Zusammenfassung, geiles Spiel, also sehr, sehr gut. Hat mir definitiv ordentlich Nervenkitzel gegeben. Ich habe noch nasse Hände.
eine Gänsehaut und mir ist kalt. Ja. Kraft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kann ich da jetzt das zweite? Ich glaube, jetzt habe ich erstmal diesen Monat zumindest genug. Hat's dich fertig gemacht? Das war auf jeden Fall nervend. Aber du hast es ja geschafft. Sollen wir noch etwas über die Story diskutieren? Ja, können wir gerne tun. Lass uns über die Story diskutieren. Gut, also ich hätte mehrere Ideen. Na dann, schmeiß mal deine erste in die Waagschale. Okay, die erste Idee wäre so ein bisschen das Realistische, sag ich mal. Okay. Der Kerl ist völlig verrückt geworden, hat vermutlich seine Frau umgebracht oder seine Frau hat sich selbst umgebracht und er hat ihr dann Knochen und Finger und sowas entfernt, um sein Bild zu malen. Er wurde vor Gericht gestellt wegen Vernachlässigung oder vielleicht sogar gewalttätiger Handlung gegenüber seiner Tochter oder eben einfach, weil er starker Alkoholiker ist. Und sein Anwalt hat die da aber irgendwie rausgeboxt. Er selber hat dann alleine, nachdem ihm seine Tochter weggenommen wurde, alleine in dieser riesigen Villa gelebt und ist quasi wahnsinnig geworden, hat immer wieder versucht, dieses eine Bild zu malen, und der Brief war vielleicht gar nicht der von seiner Frau, ich glaube vielleicht, das war sogar er selber, der das aus Perspektive seiner Frau geschrieben hat. Umi schreibt weil im Chat, ich muss es nochmal spielen, es gibt mehrere Enden. Oh, okay. Mehrere. Weil das wären jetzt so meine Gedanken, dass er selber quasi die Verluste, die er erlitten hat, nicht ertragen hat, gesoffen hat und dann quasi. Also gut, die gesoffen hat er schon vorher, aber dass er damit dann halt für sich so erklärt hat, alles kommt wieder in Ordnung und er wird wieder gesund und alles wird gut, wenn er bloß sein Bild fertigstellt. Also was mir so vorkommt, glaube er. Und nicht mehr sehen und wegen ja. Und er als Perfektionist und möchte hübsche Sachen machen, ist dadurch ein bisschen depressiv geworden. Deswegen hat er nur noch so hässliche Bilder und so komische Sachen gemacht. Und ich glaube, seine Frau hat sich selbst. Ja, das kann sein, aber er hat ja auch diese Körperteile. Ich glaube, er hat dann halt die Leiche seiner Frau verstümmelt. Das könnte natürlich sein. Oder es geht wirklich nicht darum, dass. Vielleicht hat er auch seine Tochter was angetan. Ja, seine Tochter glaube ich nicht, dass er was angetan hat. Obwohl von der Tochter halt nie was rauskommt. Ja, wir haben ja erfahren, dass offenbar ein Sozialarbeiter da irgendwie involviert war. Deswegen glaube ich, dass ihm seine Tochter weggenommen wurde. Im zweiten Teil wird die Story mehr aufgeschlüsselt. Okay. Ich habe gedacht, der zweite Teil hat gar nicht mit der ersten Eigenschaft. Aber Lumi, eine andere Frage. Wie soll man dann an ein anderes Ende kommen? Indem man andere Türen. Weil manchmal hatte ich ja mehrere Türen zu Hause. Vielleicht alle Teile finden oder sowas. Ja gut, ich gehe. Kartenbilder noch nicht gefunden. Sachen aus dem Tagebuch. Oder die haben das halt wirklich so gemacht, dass du mehrfach spielen musst.
Also sozusagen beim ersten Mal passiert das, ist es ein zweites Mal und das fast automatisch ein anderes Gefühl. Das kann natürlich sein. Weniger sterben und genau wie du sagst, andere Gefühle. Also dann bin ich wirklich gestorben jedes Mal, wenn ich die Frau gesehen habe. Ah, okay. Also war mir nicht bewusst, ob ich gestorben bin oder nicht. Also dann bin ich wirklich jedes Mal gestorben, wenn ich gegen bin. Ich dachte immer, er hat nur irgendwie einen seelischen oder moralischen, psychischen Zusammenbruch, weil er so irgendwie wahrnimmt. Okay? Dachte ich auch. Ja, das wirkt halt auch nicht klar, ob man halt, dass man halt wirklich stirbt. Ja, aber nochmal das Ganze von vorne. Okay. Also klar, wäre schon interessant, was die anderen Enden sind, aber ich würde sagen, weiß ich auch nur, weil ich es bei Quonk geschaut habe. Ja, gut. Ich muss gestehen, jetzt alles nochmal durchspielen. Alle anderen Regeltüren und ich sterben herauszufinden. Ehrlich gesagt, nicht. Es ist gut, aber nochmal den ganzen. Wer andere Enden sehen möchte, der darf sich gerne auf einen Kollegen beziehen. Uga, Grong. Ich weiß nicht, wer es sonst noch gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Es haben bestimmt viele gemacht. Es haben sehr viele gemacht. Also guckt einfach bei irgendeinem YouTuber, der Horror-Let's Plays macht. Ihr werdet das bestimmt finden und dann findet ihr bestimmt auch noch mehr Endings. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch bestimmt auf YouTube sowas wie All Endings of... Dass du alle Endings... Ja, garantiert. Aber mir reicht jetzt im Endeffekt einmal durchgeführt zu haben, wenn das ein bisschen genauer erklärt gewesen hätte. Keine Ahnung. Halben Weg zu finden, aber ich weiß ja nicht, was das ist. Ja, auch nicht klar. Meiste Zeit kam es mir so vor, als ob ich immer nur einen Weg offen habe. Gegen Ende hatte ich mal zwei, drei Türen. Aber hauptsächlich hatte ich ja immer nur eine Tür, weil die anderen waren alle verschlossen. So. Ah. Dementsprechend würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ich jetzt sage, es hat mir Spaß gemacht, würde ich lügen. aber es war auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Es war es wert. Auf irgendeine Art und Weise, auf eine makabre Art und Weise, hat das auch Spaß gemacht, auch wenn ich mich oder erschreckt habe. Zum Teil. Und dieses Jahr wird auf jeden Fall irgendwann Layers of the Eid ankommen. Als erstes allerdings. Ich würde sagen, ich würde Routine Story. Toll. Auf jeden Fall die 13 Gruppen. Im dritten Teil und dann würde ich sagen, geht es bei. Da sind wir doch mal gespannt. Vielleicht nach den zwei. Mach ich schon. Entführe euch mal wieder ins Land von bei euch an, weil ich mich zu Tode erstecke und verziehe. Auch dann tut mir immer leid, dass ihr nicht genau seht, was mich erschreckt hat, weil ich so schnell die Maus wegziehe, dass ich zum Teil selbst nur so mitbekommen, dass ich erschreckt werde, aber nicht weiß, was es war. Taucht schnell auf und dann ist es. Naja. Ich wünsche auf jeden Fall eine gute.
Das habe ich auch gedacht, dass der zweite Teil irgendwie auf dem Boden. Wusste aber nicht. Arm zusammen. Abgehakt. Aha. Sollte ich ab. Ah, okay, ich sehe. Ein Lautstärken-Input ist nicht hoch genug. Ja, was machst du denn? Ja, das ist natürlich. Ganze Einstellungen wieder verhauen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ja letztes Mal nicht gestreamt, sondern habe letztes Mal nur gechattet und das war was anderes genutzt. Es kann gut sein, dass die Einstellungen nicht optimal sind, weil ich hier den Lautstärkenregler nicht hoch genug gedreht hatte. Aber warum habt ihr mir das denn nicht gesagt, liebe Zuschauer? Wir haben doch einmal gesagt, du bist zu leise. Ja, zu leise, aber nicht, dass ich abgehakt bin. Naja, ist halt jetzt so. Ist, wie es ist. Hab ich doch. Ja, jetzt. Was wollte ich sagen? Wolltest dich verabschieden, allen einen guten Abend. Genau, ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Ich werde mir jetzt noch irgendwas Lustiges reinziehen. Und ja, sobald das dann fertig ist, mal gucken. Mal gucken, ob der Wolf sich nochmal bereit erklärt, mit mir eine Runde Fall Guys oder irgendwas anderes zu spielen, damit ich nochmal auf andere Gedanken komme. Damit ich den verrückten Maler nicht mit ins Bett nehme. Ich wäre jetzt auf jeden Fall bei was noch dabei. Du wärst jetzt noch bei was dabei. Schluss, Ausrufezeichen. Plus Fragezeichen. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt Layers of Fear 1 durchgespielt. Dementsprechend, ja, es ist jetzt leider fertig, das Spiel. Ja gut, aber Schluss mit Layers of Fear oder Schluss mit Stream? Nein, Schluss mit Stream noch nicht. Ich würde, wie gesagt, noch ein bisschen weiter streamen, aber halt kein Horror mehr. Dementsprechend, entweder Rocket League, Fall Guys, bisschen Karten, das lasse ich dir offen. Für Fall Guys und Rocket League müsste ich kurz meinen Controller holen. Ich empfehle Soul, sofern du den noch nicht geschaut hast. Ach so, den von Disney. Soul habe ich auch noch nicht. Von Pixar. Ja, Disney Channel. Leibo will Karten spielen. Also ich hätte jetzt eher Rocket League gesagt, aber... Dabo macht ein entsetztes Gesicht. Warum? Warum ein entsetztes Gesicht? Ja, also, es sieht so aus, als ob wir dann eine Runde... Was für Karten? Ach, was für Karten? Ja, wir könnten das machen, was der Wolf vorhin gestreamt hat. Also sozusagen Pokémon Trading Card Game oder Legend of Runeterra. Andere Kartenspiele habe ich jetzt gerade so nicht parat. Außer wir spielen was auf dem Tabletop-Simulator. Kein Horror mehr. Nee, ich glaube, Putz ist mit Horror für heute durch. Ja. Also das hat mir jetzt erstmal gereicht. TCG könnte ich mitspielen. Aber ich habe nur ein Deck. Ich habe ein einziges Deck nur. Ja, und das ist ein Standard-Starter-Deck. Ein Standard-Starter-Themendeck. Leider. Ein Themendeck, genau, das war das Wort. Oder Tabletop. Ja gut, Tabletop könnte man natürlich spielen. Das ist nur die Frage, was wir dann auf dem Tabletop spielen. Könnt ihr hier Lumi und Dabo uns live fragen, ob die anderen Zuschauer, ob die auch den Tabletop-Simulator griffbereit hätten. Dann könnte man Mysterium, also mein Lieblingsbrettspiel, auf dem Tabletop-Simulator spielen. Okay, dann muss ich an den PC. Ach so, nur für heute kein... Ja, nur für heute kein Horror mehr. Ich werde definitiv wieder Horror machen. Nur, ich wechsle das immer ein bisschen ab. Kommt, schade, dass kein Horror mehr kommt. Es ist so schön, wenn ich nicht die Einzige bin, die springt. Ja, ich springe sehr oft. Also ich springe sehr, sehr oft. Und vor allem, wenn man halt alleine ist.
Also, Lumi, wir können das gerne mal so einrichten. Dann komme ich mal ein Wochenende zu euch zu Besuch. Dann streame ich bei euch. Dann darfst du dich hier dann so neben mich setzen. Und dann springen wir zu zweit. Dann können die Zuschauer uns beiden beim Springen zuschauen. Ich würde es angucken. Das ist mir schon klar, Mr. Wolf. Aber als nächstes bist du ja dann mal wieder mit Horror dran. Es steht ja schon auf der Agenda. Ah, schade, ihr habt den Simulator nicht. Schade, schade, schade. Sonst hätte man jetzt ein größeres Brettspiel mal spielen können. Sollte man sich überlegen, wer weiß, wann man sich wieder in größere Runde treffen kann, um zu spielen. Ja, komm, lass uns doch einfach ein bisschen Auto fahren. Ja, komm, dann hol ich den Controller. Ich hau den Leon an. Du haust den Leon an, ich öffne hier mal, ändere hier gerade mal den Hintergrund, gehe aber ganz kurz in den Bildschirm und sage, bin gleich wieder da, ich muss den Controller holen. Habt ihr den Tabletop-Sim letztens gekauft? Was